Recht herzlich willkommen zur 39. Folge von This War of Mine. Ja, Katja ist dann wieder wohl zurück, hat nichts gemacht, hat sich keine Bandagen holen können, keine Verbände. Sie wurde da gejagt im Endeffekt. Ja, und wir haben dann eigentlich nichts erreicht jetzt. Eine Nacht raus, sie ist die einzigste noch. Ich glaube, ich muss gucken, dass ich die Dingens noch hinkriege. Wie heißt es? Ja, geht's besser. Hier, das habe ich nicht zu Ende gebracht, glaube, ne? Das ist, da läuft nicht der Filter. Ich habe die Filter nicht zu Ende eingebaut. Das ist das Problem. Krank, verletzt, deprimiert und müde. Ja, müde ist klar, krank ist auch klar. Tabletten haben wir, die nehmen wir gleich auch noch. Wir müssen aber hier erst zu Ende basteln. So, jetzt geht das mit dem Wasser dann auch, ne? So. Dann gehen wir hier hin. 11 Grad ist nicht gerade warm, ne? Und dann basteln wir das. Und dann legen wir Feuer nach. Feuer nach, Holz nach. Bin jetzt echt am Überlegen, ob wir die Tür nicht sichern sollten. Ja, ich glaube, das machen wir. So, dann läuft sie da hoch. Da kommt jemand. Da kommen zwei Kinder. Okay, ich glaube, die hatten wir schon mal. So, mal schauen, was da geht oder nicht geht, ne? Und die möchten bestimmt, dass man mitgeht. Ja, ich mach gleich die Tür auf. Wir reparieren die gerade nur, beziehungsweise verbessern die. Oh, wird das heute noch fertig? Könnte sein, ne? Ja, da ist jemand an der Tür, ich weiß. Unsere Mutter ist krank, bitte helfen Sie uns. Wir brauchen Medikamente, die wir haben. Komm, zack, gib dir die Medikamente. Ich kann nicht ansehen, dass sie stirbt. Da ist mal was. Medikamente können wir jetzt selber nicht mehr nehmen. Ja. Das baut uns natürlich auch ein bisschen auf, ne? Jetzt ist sie nicht mehr deprimiert, sondern nur traurig, kann das sein. Und das ist auch gut so. So. Wohlgenährt. Ja, da machen wir nichts. Dann gehen wir warm machen. Wasser sollten wir schon wieder genug haben. Gut, und dann würde ich schon fast sagen, gehen wir hier runter oder gehen wir erstmal dahin, gucken, was wir da noch machen können, falls wir dafür genug Materialien haben. Den Rest schlafen wir dann. So, da könnten wir Tabak machen. Aus Kräutern. Ne, brauchen wir nicht. Gehen wir hier hin, gucken, ob wir da was hinkriegen. Eine Destille. Und da fehlt uns Feuerholz. Aus Büchern, aus Holz. Machen wir mal zwei. Stellen wir mal gerade zwei her. Okay. Und dann wäre es möglich, Alkohol, der Schnaps herzustellen.
Sollten wir das tun? Na komm, ist eine gute Handelsware. Vielleicht kommt ja ein Händler vorbei. So, den Rest schlafen wir dann. Ja, hier ist fertig, aber das müssen wir am nächsten Tag machen. Das ist jetzt nicht möglich. Ab ins Bett. Wenigstens ist es warm. Ja, 16 Grad, da kann man es aushalten. Und schlafen kann man da sowieso am besten. So, das ist jetzt gleich fertig hier. Aber wir werden das nicht mehr ernten können. Das machen wir nächsten Tag. Sie ist jetzt müde, traurig, verletzt, erholt sich aber, ist krank, erholt sich und wohlgenährt ist sie auch. Ja, Tag beenden, weiß ich nicht. Erscheint mir nicht immer als praktikabel, das zu tun. Und vielleicht hätte ich auch die Chance, das hier schon anzufangen, dann, wenn sie vorher ausgeschlafen hat. 6 Uhr, 50, 7 Uhr ist, glaube ich, Wechsel, oder? Ja, ich glaube, ja. Okay, es tickert schon. Ja, das wird jetzt zu Ende sein, ohne dass sie ausgeschlafen ist. Oder? Nee, ist noch eine Stunde mehr, ne? Ja. Gut, dann schaffen wir das mit dem Ausschlafen wenigstens, oder? Will ich hoffen. Wäre wichtig. Ist das jetzt schon fertig oder nicht? 7.50 Uhr? Ah, sie ist noch müde. Okay, hat nichts dazu beigetragen, dass sie... Ja. Auffällig besetztes Haus. Materialien und Waffen brauchen wir nicht wirklich. Möglicher Handel. Bombardierte Schule. Ja, da würde ich gerne in den hinteren Bereich noch kommen, irgendwie. Medikamente wären ja schon ganz gut, ne? Ich glaube, da gehen wir nochmal gucken. Ein Handel ist da auch möglich. Da können wir die Waffe verkaufen, ne? Das ist bestimmt ein gutes Handelsgut. Ja, was noch? Wasser. Dietrich nehmen wir mal einen mit. Säge nehmen wir auch eine mit. Und zum Handeln wollen die bestimmt Fleisch und Gemüse haben, ne? Das Gemüse können wir zweimal mitnehmen. Ich hoffe, so kann ich handeln und ich hoffe, ich werde auch nicht irgendwie angegriffen oder sowas. Wenn, dann haben wir Pech gehabt. Gut, auf geht's. Da gehen wir hin. Er wird etwas Luft schnappen. Oh, da ist schon der Handel, oder was? Lass uns handeln, Viktor. Ja, das sieht doch gut aus eigentlich, oder? Wenig Zeug, nichts Besonderes. Nichts Besonderes, nichts Besonderes. Und das ist genau, was ich brauche. Und da kann ich eine Menge geben. Das reicht nicht, er kann eine Menge geben. Mit Tabletten, das reicht auch nicht. Was mit den Tabletten? Das ist wohl ein Scherz. Das reicht nicht. Gut, wir können uns einigen. Machen wir so. Härte Wasser, das brauche ich aber nicht wirklich. Das wäre ja schon interessant, aber das geht nicht. Doch, wir können uns einigen. Reiner Alkohol war das, ne? Da könnte ich einen Verband dann, glaube ich, selber machen. Das geht natürlich nicht. Das reicht nicht. Tabletten. Holz hat er nicht, das reicht aber auch nicht. Feuerholz geht auch nicht. Vielleicht
machen wir den Handel nachher noch weiter. Ja, komm. Was passiert jetzt hier? Gute Frage, ne? Wo steht der denn, dass ich da handeln kann? Brauche etwas frische Luft. Da kommt einer. Hier ist aber keiner, oder? Da hinten geht einer weg gerade. Der macht die Tür hinter sich zu. Das ist aber kein Versteck oder sowas, ne? Beeilen wir uns mal. Wunderbar. Haben wir geschafft. Zack, so viel mitnehmen wie geht. Jetzt habe ich eins mitgenommen, das ist die Kippe, die will ich erstmal nicht mitnehmen. Das Feuerholz nehme ich auch mit. Alles kriege ich nicht mit. Was ist das Zahnrad wichtiger wie die Kippe? Ich glaube ja. Das Bett noch durchsucht. Die Medikamente nehmen wir auf jeden Fall mit. Dafür bleibt das Zahnrad hier. Oder? Der Kaffee. Nee, Kaffee sind zwei. Ich glaube, ich lasse das so. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass da gleich einer kommt. Gucken wir, wir haben noch viel Zeit. Gucken wir da erst durch. Da ist niemand. Gehen wir dahin. Kommen wir da hoch? Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir hier lang. Da unten steht einer. Was gibt's hier? Holz können wir nicht mitnehmen. Macht jetzt auch keinen Sinn. Was gibt's da noch? Ja, da gibt's auch ein paar Sachen, die ganz interessant sein könnten, ne? Verlassen wir noch. Da links ist niemand. Jetzt müssen wir hier uns schnell verstecken irgendwo. Und er geht woanders hin, okay. Dann gucken wir mal dahin. Also nichts Interessantes. Ist abgeschlossen. Da komme ich also so nicht rein. Jetzt müssen wir mal ein bisschen weiter gucken noch. Da braucht man noch einen Dietrich also. Da ist niemand. Glaube ich jedenfalls.
Da ist auch niemand. Gucken wir da weiter. Ich werde etwas Luft schnappen. Ein bisschen windig heute. Ich guck mal, ob ich da reingucken kann. Okay. Geht noch mit. Zwei. Okay, verlassen. Ich gehe aber wieder zurück, weil ich glaube, dass das hier ein bisschen bremslich werden könnte. Da oben ist eine Tür. Ich gehe aber hier lang und das vielleicht ganz schnell. Obwohl die nichts gemacht hat, gerade oder der. Ist da durchgegangen. Geht nach da, das heißt, wir gehen nach da. Wie kommen wir hoch da? Ja, ich glaube, jetzt müssen wir uns ein bisschen sputen, ne? Ja, die Sonne geht auf, ich muss los. Okay, dann würde ich sagen, soll es für die Folge auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder da seid. Bis dann. Tschüss.